Hallo Skorpion, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich freue mich sehr, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für die kommende Woche für dich steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Skorpion. Hinter dem Deck habe ich die Nummer 9 der Stäbe. 9 der Stäbe, Skorpion. 9 der Stäbe. Wir müssen schauen, weil das bringt immer, das hat immer mit einem vorsichtig zu tun, ja? Also irgendwie 9 der Stäbe ist ein Gefühl von einer Person, die eigentlich es nicht mehr ertragen kann oder eine bestimmte Situation nicht mehr möchte. Eine Person, die bald schon kurz vor einem Ende ist in eine bestimmte Sache, kein Vertrauen mehr hat und schon mehrere Enttäuschungen hinter sich hat. Ja, also es gibt hier eine Situation bei dir, Skorpion, wo du schon bereits mehrere Verletzungen oder in manchen Fällen mehrere Enttäuschungen oder wir sagen jetzt mal, du hast irgendwie die Nase voll schon mittlerweile über eine bestimmte Sache. Ja, also irgendwie, es gibt hier, in manchen Fällen, es kommt darauf an, in manchen Fällen spricht das doch für jemand, eine Person irgendwie, die wirklich, mit dem du schon eine schlechte Erfahrung hattest. Oder du wirst nächste Woche etwas erfahren. Skorpion. Nächste Woche wirst du etwas Wichtiges erfahren. Und es hat in manchen Fällen mit einer Person, in manchen Fällen nicht, es hat mit einer Person, die du kennst, für manche kann es sogar für über deinen eigenen Vater oder deine eigene Mutter sein. Für anderen kann es über einen Wunschpartner sein, einen Ex, besser gesagt. Oder irgendwie so eine Energie gibt es hier. Die Person kennst du und es gibt ein enges Verhältnis hier zu dieser Person. Sternzeichen Jungfrau, da sehr präsent. Irgendwie, du wirst etwas erfahren nächste Woche, die dich in manchen Fällen überraschen wird. Es wird dich sehr überraschen. Ich denke, in manchen Fällen wird dich positiv überraschen. Ne? Du erwartest irgendetwas nicht. Du erwartest irgendwie nicht. Und das wird nächste Woche geschehen. Also, Skorpion, ich habe hier die Karte der Wagen, 5 der Kelche und die Karte die Mäßigkeit. Wir haben hier schon mit wichtigen Karten, ne? Also Sternzeichen Krebs, Sternzeichen Schütze, Schütze, Krebs, Jungfrau. Sehr präsent. Skorpion wie du auch, ne? Also Skorpion, irgendwie das Gefühl hier ist Nostalgie. Ich spüre hier Nostalgie, vielleicht sogar eine Traurigkeit. Ich denke nochmals, es hat mit einer wichtigen Person mit dir zu tun, also es hat mit einer wichtigen Person für dich zu tun, einer Person von deiner direkten Familie in manchen Fällen. In manchen Fällen sogar einen Ex. Ich denke, das wird dich überraschen, weil in Wirklichkeit die Person geht es nicht schlecht. Es gibt hier Erfolg zu sehen. Du wirst etwas erfahren, was dich überraschen wird von einer bestimmten Person, wo du merkst, diese Person zeigt Erfolg. Das bringt dich zu einer Nostalgie, eine Traurigkeit in manchen Fällen. Aber ich sehe hier eine gewisse Versöhnung, Skorpion.
Ich sehe schon hier eine Versöhnung. Jemand möchte sich hier, möchte es wieder hier gut machen. Jemand möchte sich versöhnen. Es gibt hier ein Gefühl von wichtige, auf jeden Fall wichtige Gespräche. Diese Situation ist hier. Eine Person bereut es auf jeden Fall. Ich bereue, was es war. Ich bereue tatsächlich, was geschehen ist. Ich bereue es schon. Und ich bin traurig. Irgendwie gibt es diese Situation hier. Also, Skorpion, in wenige Worte wirklich, was ich hier schon auf der Schnelle hier sehe für dich, ist, dass du etwas erfahren wirst. Du wirst schon etwas erfahren. Irgendetwas kommt ans Licht. Von einer Person, die eigentlich gar nicht schlecht geht, im Gegenteil, ich würde sagen, dieser Person geht es momentan sogar sehr gut, zeigt auch viel Erfolg. Nicht vergessen, diese Person hat mit dir eine enge Beziehung, sogar mit deiner direkten Familie kann zu tun haben oder über einen Ex reden oder wie auch immer. Und irgendwie nicht, dass du, also es gibt hier ein Gefühl von Nostalgie und Bereuen. Und jemand möchte sich hier versöhnen. Ich weiß nicht, wie das hier für dich spricht, Skorpion. Es kann sich natürlich spiegeln, aber es kommt hier eine klare Versöhnung. Ich spüre hier auch, die Mäßigkeit ist auch eine Karte, die mit der Gesundheit zu tun hat. Sehr viel mit der Gesundheit. Ich sehe natürlich eine Verbesserung deiner Gesundheit hier, Skorpion. Und ja, ich sehe nochmals sehr stark das Gefühl von im Frieden sein zu wollen. Ich möchte meinen Frieden. Ich möchte im Frieden sein. Ich möchte keinen Ärger. Ich möchte wirklich, dass es uns alle gut geht. Ich möchte, das Gefühl ist hier extrem präsent. Das Gefühl ist hier extrem präsent, Skorpion. Deine Legung ist sehr interessant. Schauen wir mal zusammen weiter. Also nochmal, Sternzeichen Krebs. Sternzeichen Krebs, sehr, sehr stark präsent. Schütze, Jungfrau. Das Gefühl hier wäre Frieden. Das Wort Frieden. Es ist eine wunderschöne Energie, Skorpion. Eine wunderschöne Energie. Zehnte Stäbe. Interessant, du hast es ja gesehen. Neunte Stäbe, zehnte Stäbe. Ja? Sehr, sehr interessant. Wie gesagt, du wirst etwas erfahren, kommt ans Licht. In manchen Fällen sehe ich hier einen Umzug, Skorpion. Ich sehe hier einen Umzug. Schau mal hier. Zweite Kelche, zehnte Stäbe. Es gibt hier eine wichtige Verbindung zwischen zwei Personen. Eine Seelenverbindung, eine wichtige Verbindung. Und Skorpion, es muss nicht immer mit einem Wunschpartner sein. Es kann sogar mit einem eigenen Kind, mit einem eigenen Kind sein. Oder sonst sogar mit einem Vater, einer Mutter. Natürlich einen Ex, diese wichtige Verbindung. Also wie gesagt, es ist halt nur interessant. Sternzeichen Zwilling, nochmals Jungfrau. Skorpion, nochmals Jungfrau. Also Jungfrau ist bei dir sehr präsent, Jungfrau ist sehr präsent bei dir. Krebs auch. Krebs sehr präsent. Aber natürlich Skorpion wie du, nämlich auch. Es kann aber, es könnte Sternzeichen Fische sein. Schau mal bitte hier. In der Mitte für deine Legung habe ich neunte Kelche. Und also Skorpion, ich kann dir nur sagen, irgendetwas wird nächste Woche sein oder geschehen, wo du dich glücklich fühlen wirst, du wirst dich in Frieden fühlen. Irgendwie zeigt sich hier einen Wunsch, der in Erfüllung kommt. Einen Wunsch kommt hier in Erfüllung. Ich sehe dich glücklich.
Ich sehe dich in einem Frieden, wenn ich dir ehrlich bin. Ich sehe dich in einem Frieden in nächste Woche. Irgendwie wird es dir gut gehen. Dir wird es gut gehen. Skorpion, du hast einen Schutzengel. Ja? Du hast schon einen Schutzengel, aber das weißt du ja, oder? Schau mal bitte hier. Wir haben sehr wichtige Karten. Ja? Skorpion, in manchen Fällen sehe ich hier nochmals einen Umzug. In manchen Fällen sehe ich hier neue Kompromisse, neue Verträge, eine neue Person. Es gibt hier einfach einen Wunsch von dir, die in Erfüllung kommt. Und das hat für dich, es hat mit einem Schutzengel. Du wirst geführt, Skorpion. Du wirst geführt. Es gibt hier einen klaren Schutzengel für dich. Ja? Ich habe eine so was für positive Energie hier. Ich kann es dir mit Worten gar nicht sagen. Ja? Irgendwie aus der Münze, wie ich dir gesagt habe, es hat mit einem Eigentum zu tun. Einen Eigentum, also entweder den Verkauf von einem Eigentum, es kann mit einem Erbe zu tun haben, es ist irgendwie was Materielles hier zu spüren, ich spüre was Materielles. Natürlich könnte ich hier mit neue Verträge sehen für dich. Nochmals, wie gesagt, einen Eigentum. Irgendeinen Wunsch gibt es hier für dich, der in Erfüllung kommt. Diesen Wunsch bringt dir Frieden und totale viel Stabilität. Das Gefühl hier ist einfach von glücklich sein. Ich fühle mich glücklich. Und ja, wie ich auch mal gesagt habe, glücklich sein, ich kann schon glücklich sein, wenn ich mir ein schönes Auto kaufe. Kann ich auch glücklich sein. Aber wir wissen ja, das ist für einen Moment, ja? Glücklich sein hat mit deinem eigenen Frieden zu tun. Ja? Das kann man gar nicht bezahlen. Wenn man in einem Frieden, Selbstfrieden ist, das kann man gar nicht bezahlen. Ja? Dann ist man wirklich glücklich. Und das ist, was ich bei dir spüre, Skorpion. Also, nenne mich verrückt, aber das, was ich hier habe, ich spüre es voll. Ich kann das voll spüren. Es ist ein ganz angenehmes Gefühl, was ich hier habe. Ein angenehmes Gefühl. Und ja, irgendeinen Wunsch von dir kommt in Erfüllung. Und die Gesundheit ist hier auch zu sehen. Schau mal jetzt hier, also Skorpion. Ich sehe hier eine Person. Wasserelement zeigt sich im Prinzip, ja? Also Wasserelement spricht für dich, Skorpion wie du. Krebs. Krebs ist sehr präsent bei dir. Und natürlich auch Fische. Ja. Es gibt hier viel Erfolg. Eine Person hat hier viel Erfolg. Oder ist sehr erfolgreich. Eine Person, materiell gesehen jetzt, hat diese Person sehr viel Stabilität. Wenn das jetzt auf der Arbeit ist, es gibt hier viel Erfolg auf der Arbeit, es gibt hier eine Person, die sogar in manchen Fällen berühmt ist, es gibt hier viel Reichhaltigkeit und in manchen Fällen nochmals ein neues Zuhause, eine neue Person, eine neue Beziehung, neue Verträge. Ich weiß nicht, was das ist, weil in Wirklichkeit, Skorpion, diese Energie könnte sogar für dich reden. Ja? Du bist beschützt, ja? Das kann ich dir schon von vornherein sagen. Also du bist beschützt. Ja? Und wenn du das nicht weißt, sage ich es dir gerade, du bist beschützt, Skorpion. Ja? Es gibt hier einfach Erfolg. Das ist, was es hier gibt, Erfolg. Ich habe hier eine Person, die sehr mit dem Universum verbunden ist. Ja? Diese Verbindung zu unserem Universum ist sehr hier sehr präsent mit dieser Königin. Diese Königin ist im Balance. Hat totale, eine sehr, eine Person, die totale Balance in seine Emotionen hat. Diese Person, wie du siehst ja, ist, diese Person ist total beschützt. Ja? Und ist durch eine gute Stern, wird durch eine gute Stern geführt. Es gibt hier einen klare gute Vorzeichen
in dieser Energie. Ich sehe hier Triumph, Erfolg in dieser Situation und natürlich auch eine Person, die sogar berühmt ist in manchen Fällen. In manchen Fällen eine starke Legung, muss ich dir schon sagen, Skorpion. Schau mal bitte jetzt hier. Sechs der Münzen, zwei der Münzen und die Karte die Mäßigkeit. Es gibt hier einen klaren Balance in den finanziellen. Es gibt viel Stabilität in den Finanzen. Viel Stabilität in den Finanzen. Und ja, viel Reichhaltigkeit sehe ich in dieser Energie natürlich. Viel Arbeit. Ich habe hier mit einem Engel zu tun, Skorpion. Ich habe hier mit einem Engel zu tun. Eine Person ist für dich wie ein Engel. Eine Person ist für dich wie ein Engel. Eine Person möchte helfen. Eine Person möchte helfen. Möchte helfen, ja. Ja. Genau. Ich sehe hier eine sehr, sehr stabile, ich meine, du siehst ja Münzen und Münzen. Es gibt hier beide Karten, diese drei Karten deuten auf ba Balance. Ja? Auf einen Balance. Ja? Alle drei Karten deuten auf einen Balance. Es zeigt sich sehr positiv, Skorpion. Sehr, sehr positiv. Skorpion, es wird dir gut gehen nächste Woche, ja? Also, es wird dir gut gehen. Ich weiß nicht, wie es dir momentan geht, was für Gefühle du hast, aber es wird dir gut gehen, weil du wirst beschützt. Ich habe hier die Mäßigkeit als die letzte Karte. Ja? Also, verliere den Glauben nicht und vertraue, dass das Universum für dich natürlich einen guten Plan hat, ja? Es gibt hier eine klare Heilung, Skorpion. Diese Karte ist ein Engel, spricht für eine Heilung. Du hast einen Schutzengel bei dir. Ja? Gebe deine Sorgen diesen Engeln. Redet mit ihnen. Die sind ja da für dich. Die möchten auch nur wahrgenommen werden. Ja? Diese Engel möchten wahrgenommen werden, möchten auch, dass du mit denen redest und deine Sorgen mit denen übergibst, ja? Du bist beschützt, Skorpion. Ich mache mir hier nichts vor. Es ist so. Es gibt hier eine klare Heilung. Es kommt für dich einen Balance in deinen. Es kommt für dich einen Balance in deine Emotionen, einen Balance in den finanziellen. Es kommt hier einen Wunsch, der in Erfüllung kommt. Also Skorpion, vertraut einfach. Du bist nicht alleine. Du bist, wie gesagt, ein Engel begleitet dich die ganze Zeit. Und ich sehe hier einfach eine wunderschöne Energie. Gibt es hier für dich? Ja, es gibt hier eine wunderschöne Energie. Ja. Deine Traurigkeit ist da, deine Nostalgie ist ja da. Du bist doch Skorpion, du bist ja voll Emotionen. Was soll ich dir hier sagen? Es ist ja auch klar. Was erwartest du dann auch von dir selbst? Du bist ja volle Emotionen, du bist Skorpion. Was soll ich dir hier sagen? Also das ist der intensivste Sternzeichen, ja? Das ist Skorpion und da können wir nicht machen. Das ist einfach so. Es ist einfach so. Ja, einfach ja, akzeptieren, dass deine Emotionen so sind, dass deine Gefühle so sind. Ich sehe hier einfach eine klare Heilung in deine Energie. Nenn es, wie du möchtest, das hier, aber das ist einfach perfekt. Ich würde es einfach sagen, das ist perfekt. Ja, das ist perfekt.
Das ist perfekt. Das ist perfekt. Irgendeinen Wunsch wird hier und du wirst etwas erfahren nächste Woche. Du erfährst etwas, was dich überraschen wird. Du erwartest diese Situation gar nicht nächste Woche. Und das wird dich überraschen. Das wird dich, es kommt hier eine klare mögliche Veränderung in deine Energie, im positiven Sinnen, was mit der Gesundheit zu tun hat, mit deinen Emotionen, mit deinen Finanzen, auch mit einer bestimmten Person zu tun hat. Also es balanciert sich, deine ganze Energie balanciert sich ab nächste Woche. Also Skorpion, ich freue mich sehr für dich. Also ich freue mich sehr für dich. Und das ist die Energie, die wir hier haben. Was soll ich dir hier sagen? Ich meine, ich könnte mir was anderes jetzt vorstellen, aber es ist einfach so. Es ist einfach so. Irgendwie kommt ein Engel in deinem Leben, Skorpion. Irgendwie kommt ein Engel in deinem Leben. Ein Engel einer Person hat mit einer Person natürlich zu tun, die für dich, ich würde sagen, ein Engel verkleidet in einer Person. Also du, das ist eine Person in deinem Leben, die für dich als einen Engel da ist, ja. Und das ist einfach so. Es gibt einen Engel in deinem Leben und als Person, als Materielles, ja, materiell gesehen, gibt es einen Engel in deinem Leben, ja. Und es gibt hier einfach einen Wunsch, der in Erfüllung kommt. Es wird dir sehr gut gehen nächste Woche, du wirst glücklich sein. Also Skorpion, ich möchte nur gerne wissen, nächste Woche, was das für dich oder wie es sich für dich gefühlt hat, was ist das für dich? Weil es ist einfach wunderschön, kann ich dir nur sagen. Ja, kann ich dir nur sagen, obwohl ich weiß, gerade bist du vielleicht in eine tiefe Traurigkeit, könnte möglich sein, es ändert sich. Skorpion, ich wünsche dir bald ein schönes Wochenende, einen schönen zweiten Advent. Danke für deine Likes, deine Abos, Dankeschön und bis bald, Skorpion. Tschüss.